Ja, wir vom Brot für die Welt engagieren uns bei Bits und Bäumen, bei der Konferenz Bits und Bäume, weil wir merken, dass die Menschen im globalen Süden in zunehmendem Maße von digitalen Wandel betroffen sind. Und zwar positiv als auch negativ. Wir sehen zum einen viele interessante neue Initiativen, Graswurzelinitiativen. Es gibt zum Beispiel eine App, die heißt App Plantix. Das ist ein mobiler Pflanzendoktor im Endeffekt halt, der anbietet, dass er Schädlinge an Pflanzen identifiziert und auch Behandlungstipps angibt, um die Ernährung sicherzustellen. Und zum anderen sehen wir aber auch, dass die Digitalisierung die Kluft zwischen Arm und Reich erweitert halt. Es gab einen Bericht der Weltbank, der das aufgezeigt hat, dass von der Digitalisierung vor allen Dingen die etablierten Eliten profitieren. Und wir vom Brot für die Welt sehen das eine doppelte Herausforderung. Zum einen sehen wir, dass wir uns noch mehr sozusagen interessieren müssen, was eigentlich passiert, noch mehr Analyse betreiben müssen und zum anderen uns auch engagieren einfach, damit zukünftig auch die benachteiligten Gruppen im globalen Süden profitieren können von der Digitalisierung. Und Bits und Bäume bietet die Chance, um mit anderen Organisationen zusammen zu denken, sozusagen, wo liegen die Probleme und zusammen zu überlegen, wie können wir das anpacken. Und deswegen haben wir uns von Anfang an engagiert, weil wir ja zum ersten Mal Entwicklungs- und Umweltorganisationen zusammenarbeiten mit der Open Knowledge Foundation, mit dem Chaos Computer Club. Digitalisierung bietet mehrere Chancen für die soziale, ökonomische Entwicklung. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, viele Apps ermöglichen eine andere Welt. Und der Vorteil von digitalen Lösungen ist, dass sie oft passgenauere Antworten auf die Probleme der Menschen bieten. Und der andere Vorteil ist, dass sie auch einen viel größeren Radius haben. Sie erreichen Menschen, die bisher nicht von Gesundheits- und Bildungsangeboten erreicht wurden. Um nur ein Beispiel zu nennen, es ist mittlerweile möglich, zum Beispiel Kinder in jordanischen Flüchtlingscamps zu erreichen, mittels einer neuen App, denen spielerisch Lerninhalte vermittelt werden, ohne dass noch eine NGO vor Ort ist. Die Digitalisierung bietet gleichzeitig oder birgt gleichzeitig verschiedene Risiken. Das hängt damit zusammen, dass wir in Deutschland vor allen Dingen vor einem Strukturwandel stehen, wenn wir an die Automatisierung hier in den Fabriken halt denken. Und die Situation in den Entwicklungsländern ist doch anders. Wir sehen das zum einen, dass zum Beispiel in Indien in den nächsten Jahrzehnten 200, 300 Millionen Menschen vom Land in die Stadt emigrieren. Und es ist die Frage, wo finden die einen Job, wenn auch dort die Fabriken zunehmend automatisiert werden? Stellt sich die Frage zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Ein Großteil der Bevölkerung ist 15 Jahre oder jünger. Bevölkerungswachstum liegt bei 2,6%. Bis Ende des Jahrhunderts werden 3 Milliarden mehr Menschen auf dem Kontinent leben. Werden die alle einen Job finden in der digitalen Wissens- und digitalen Dienstleistungsgesellschaft? Eine der ganz großen Herausforderungen hier als auch dort ist ja Bildung. Nun haben wir in der Subsahara 60% der Menschen, die keine Schulausbildung oder eine völlig unzureichende Schulausbildung haben. Was bedeutet das dort? Wie sollen die Bildung bekommen? Da müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden halt. Das sind ganz große Herausforderungen, vor denen die Entwicklungsländer stehen, die wir hier nicht so haben.